Hallo bei eurobild.com. Ich möchte heute mit euch ein Spargelragout mit Nudeln und gebratenen Mungobohnen zubereiten. Und wir brauchen dafür vorgekochte Nudeln, wir brauchen gedünsteten Spargel, wir brauchen geschnittene Zwiebel, wir brauchen Mungosprossen, wir brauchen Radieschen, wir brauchen Olivenöl, wir brauchen Sojamilch. Und zum Würzen brauchen wir Salz, Pfeffer und etwas Chili. Ich habe das Olivenöl in der Pfanne erhitzt und da drinnen schwitze ich jetzt ganz langsam meine Zwiebeln und meine Mungobohnen an. Den vorbereiteten Spargel schneide ich in schöne Stücke. Schneide die nicht zu klein, ansonsten schaut das unappetitlich aus, und die Köpfe gebe ich noch ein bisschen zur Seite. Die gebe ich nämlich wirklich erst am Schluss als Dekor dazu, damit ich sie nicht zerstöre. Und die Radieschen habe ich gewaschen. Und die schneiden wir ganz einfach in Spalten. Um jetzt Farbe zu nehmen. Und daher gebe ich jetzt die Radieschen und die Spargelstücke dazu. Dann kommen auch gleich meine Nudeln dazu. Und alles lösche ich jetzt mit einem schönen Schuss Sojamilch ab. So einfach ist es, ein wunderbares, frisches, buntes, vegetarisches Frühlingsgericht herzustellen. Ich richte es auf warmen Tellern an. Es ist durch die Sauce sehr, sehr saftig, sehr sättigend. Und ihr habt ja gesehen, wenn die Komponenten schon vorbereitet sind, ist es ganz, ganz einfach, dieses Gericht zuzubereiten. Das genaue Rezept gibt es wie immer auf unserer Seite www.euromehl.com. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Spargelragout.